Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystrore-Linie gewinnen, den Sir Keystrore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Willkommen zurück zu einer neuen nebeligen Folge Hogwarts Legacy. Freut mich, dass du da draußen wieder mit im Nebel dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte dunstige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft bis morgen noch, Freunde. Also dran teilnehmen heute, die Chance nutzen und morgen wird dann wieder eine neue Ladung angeschrieben. So, hat doch perfekt gepasst, oder? Das ist so geil, hier einfach mit den Flüchen schnell meine Armee weg holen und somit schnell auch noch seine Aufgaben erledigen. Okay, der da unten hat Probleme. Soll ich ihm helfen? Der Arme ist da unten wirklich gestorben. Okay, bomben wir sie ganz schnell weg, die Jungs hier. Aber nur, weil ich ein guter Mensch bin. Ja, mittlerweile sind wir wirklich ultra strong unterwegs. Wenn der Zauber doch nur ein bisschen schneller gehen würde. Bam. Alright. Okay, mein Inventar ist voll. Was hätte der denn verloren? Jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt will ich es wissen. Irgendwas müssen wir ganz schön noch zerlegen. Ja, wir machen jetzt heute weiter mit der Hauptstory. Ja, egal. Zerstören. Zerstören. Easy going. Mach kaputt den Dreck. Naja. Also wie immer mal wieder nichts. Rebellion. Oh, hier ist noch ein Dörfchen. Wieder mal auf Abenteuer. Ja, wieder mal auf Abenteuer. Hast du genau richtig erkannt? Gibt's hier einen Laden? Wer hier wohl wohnt? Wer hier wohl wohnt? Schon mal kein Geschäftsmann, wie es scheint. Das hätte ich hier nämlich direkt ein bisschen geshoppt. Sonst hätte ich direkt mal hier ein bisschen geshoppt. Was ist das da hinten denn? Die Hochburg des Bösen? Oh, hier ist ein Laden. Wie viel es hier noch zu erkunden gibt. Und eine Nebenmission. Ha. Interessant. Ich hoffe, er wurde nicht entführt oder gegessen. Wer? Hallo, Madame. Wie geht es Ihnen? Ich bin außer mir, seit Rococo davongelaufen ist. Mein geliebter Niffler. Es tut mir leid, dass Ihr Haustier vermisst wird. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich habe ihn seit so vielen Jahren. Er ist ein goldiger Gefährte. Neulich bei unserem Morgenspaziergang südlich von hier sind er und ich auf Henriettas Versteck gestoßen. Henrietta soll eine paranoide Einzelgängerin gewesen sein. Hat überall im Schloss Fallen aufgestellt, um Diebe von ihren Wertsachen fernzuhalten. Als wir uns näherten, spiegelte sich in der Morgensonne irgendwas im Fenster und ehe ich mich versah, war Rococo weg. Ich mache mir solche Sorgen, aber ich halte lieber Abstand von was auch immer in diesem Haus ist, ganz zu schweigen von den herumlungernden Erschwinderinnen. Warum hatte Henrietta das Bedürfnis, ihr Haus so zu schützen? Henrietta war eine Baroness, die reich heiratete. Mehrere Male. Ihr unermesslicher Reichtum brachte ihr ein Leben voller Argwohn und Vereinsamung ein. Je mehr Reichtümer sie anhäufte, desto mehr fürchtete sie, sie zu verlieren. Daher auch die schrecklichen Fallen im ganzen Versteck. Nicht mal ihre Familie war willens, sie zu entfernen, um an ihr Vermögen zu kommen. Warum holen Sie Rococo nicht selbst zurück? Henriettas Versteck ist an sich schon heimtückisch genug, wenn dann noch diese Erschwinderinnen dazukommen. Ich liebe Rococo, aber mein Leben liebe ich noch mehr. Ich werde nach Rococo suchen.
Oh, das ist wirklich lieb. Aber bleiben Sie dem Versteck fern. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihn doch jemand im Versteck findet, soll derjenige reich belohnt werden. Am besten mit Henriettas Schätzen. Sie hat sicher nichts mehr dagegen. Was verkaufen Sie hier? Was kann ich für Sie tun? Nur Dreck. Okay. Dieses Versteck klingt interessant. Das sollte ich mir ansehen. Für Rokoko. Für Rokoko oder für deine eigene Brieftasche? Man kann nie genug Waren haben, sage ich immer. So, wir hauen alles raus. Alles, was nicht Legendary ist, ist eh unter meinem Wert. Ist es überhaupt Legendary? Ja, legendär. Vielen Dank für den Besuch. So, Rokoko. Revelio. Ist mittlerweile irgendein Update gekommen, damit ich auch schneller hier Sachen knacken kann? Nö. Nö. Also die PC-Leute haben's. Aber die Konsolenleute nicht. Ich weiß nicht, wie es auf der PS5 aussieht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Kloink. Aber wir hier auf der Xbox gehen leer aus. So interessant, ne? Im Moment spiele ich super viel auf der Xbox. Es werden einige sagen, hä, wieso auf einmal Keys? Ich dachte, du bist so ein Plazy Boy. Aber es ist wirklich nur Bequemlichkeit. Es ist wirklich einfach nur Bequemlichkeit, weil die Xbox gerade hier aufgestellt ist. Und ich habe natürlich nicht immer Bock umzustecken. Und nur deswegen... Moment... Und nur deswegen spiele ich derzeit so viel auf der Xbox. Reine Bequemlichkeit. Aber ich muss sagen, man muss einfach auch der Xbox eingestehen, es ist die bessere Konsole. Klar, du hast auf der PlayStation die geileren Games. Allein wegen God of War jetzt zum Beispiel oder Spider-Man, was jetzt kommt. Du hast die geileren Games definitiv auf der PlayStation, weil... Was ist auf der Xbox, wo du jetzt wirklich nur auf der Xbox spielen kannst? Halo. Ja, gut. Und sonst? Halo. Forza? Ja, also es ist wirklich super wenig. Super, super wenig. Vielleicht ändert sich das jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren durch Bethesda. Activision haben sie ja nicht bekommen, glaube ich. Ne? Die wollten sie kaufen, aber haben sie nicht bekommen. Aber jetzt sind sie irgendwie mit Nvidia gebundelt, habe ich gelesen. Das muss das Schloss sein, wo Miss Coffees Niffler weggerannt ist. Wie komme ich hinein? Aber ja, es bringt halt nichts, wenn da nicht endlich mal auch was kommt. Erschwinderinnen. Boah, das wird fies. Seid ihr alle verseucht? Boah, war das mal wieder badass, ne? Au! Das liegt daran, weil ich nicht am Schleichen war. Du hast doch unseren Hippograd gefunden. Du hast doch den Hippograd geklaut, du kleiner Expelliarmus. Warst du nicht der kleine Racker, der den Hypogreifen geklaut hat? So, wo soll ich hin? Moment, hier ist noch eine Truhe. Ah, ist das wunderschönes Wetter, ha? Huh? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie... Scheint der richtige Ort zu sein. Scheint der richtige Ort zu sein. Oh, da muss man sogar nochmal ins Versteck von Henrietta rein. Ich hoffe, die Erschwinderinnen haben Rokoko nichts angetan. Eine Prüfung. Wo in Merlins Namen bin ich? Revelio. So, Rokoko. Confringo. Aha. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Confringo. Mein, das will Eis. Glacio. Reicht das noch? Ja. Revelio. Na,
bitte. Confringo! Wie dahin, Alter. Wertlose Gammelhandschuhe. Erschwindere, damit hätte ich rechnen müssen. Mehr Schätze. Rococo muss hier gewesen sein. Rococo ist auch so ein Name. Moment mal. Ist das der Hippogreif von meiner Schatzkarte? Stimmt, ich hatte ewig noch so eine Hippogreifen-Schatzkarte. Vielleicht sollte ich nachsehen. Moment, der hat das überlebt? Expulso! Okay. Cozio. Es soll aufhören! Was willst du denn hier? Expulso! Ich habe das. Du hast doch. Mein Greif! Leide, Scherge. Schwer festzunageln. Trolle sollten sich vor dir. Alter, die sind aber auch wieder Taco unterwegs, die Boys. Oh mein Gott, ich habe ihn einfach explodieren lassen. Na genug. Tja, mit mir sollte man sich lieber nicht anlegen. Confringo! Müssen alle Schalen brennen? I don't know. Grauenhafte Bande. Was war das denn eben gerade? Eben war eben voll am Abstöhnen. Confringo. So, hier kann ich noch was anzünden. Revelio. Okay. Wenn ich den Schätzen folge, finde ich den Niffler. Lassen immer auch überall Geld liegen. Oh. Schätze. Dieser Niffler hinterlässt keine unauffällige Spur. Okay, warte mal. Hier darf ich nicht drauf. Confringo! Kann man das zerstören? Einfrieren? Accio! Placio! Drüber fliegen? Nee. Schnell durchrollen? Okay, wie kommt man an der Falle bitte vorbei? Wie kommt man an der Falle bitte vorbei? Wingardium Leviosa. Defulso. Unsichtbar sein? Nee. Lumos. Da bin ich überfragt. Wie kommt man an dir vorbei? Vielleicht das hier. Warte. Arresto Momento. Ja. Confringo. Hier ist nix, hier ist nix, nix, nix. Hier ist so ein bisschen Cash und ein Heiltrank. Oh, noch mehr Erschwinderinnen. Let's go. Cozio. Unsere Pläne mit dieser Arresto Momento. Diese Männer. Confringo. Stich nicht in die Akkordion. Boah,
Also sind wieder viele hier. Du hast meine Freundin. Du wirst da Hogwarts. Da bist du im Moment gleich. Oh, ja, 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 ja. Oh, no. Krank. Gib mir mal das hier wieder. Du hast keine Chance. Bam. Ist es persönlich? Jetzt ist es persönlich. Erst jetzt. Schwarze Magie, was? Der Henker ist richtig strong. Crucio! Wow, das war wieder alles hier sehr, sehr... What? Oh, teleportiert sich auch noch. Wingardium Leviosa. Accio. So, jetzt habe ich aber Ruhe. Jetzt kann ich mich auf Rococo konzentrieren. Auf den alten Rococo. Revelio. So, hier sind wieder irgendwelche Plattformen. Wahrscheinlich brauche ich wieder irgendwelche Würfel. Da oben ist einer. Accio. Revelio. Accio. Oh, Vorsicht. Wingardium Leviosa. So, was hat ihr für ein Symbol? Feuer, ist das Feuer? Das ist Feuer. Confringo. Muss aber hier hin. Stopp. So. Wingardium Leviosa. Und jetzt muss ich Levioso drauf machen. Aber da fehlt immer noch eins. Revelio. Wo ist der Würfel, den wir suchen? Drüben liegt ein Würfel rum, aber wie komme ich da hin? Gar nicht, oder was? Diese alten Paläste sind so verdammt riesig. Warte. Geht's hier rum? Brauche ich so eine Feuerschale dafür? Wingardium Leviosa. I don't know. I don't know. Alles für so ein Viech. Okay. Die Feuerschale war unnötig, aber ich... Revelio. ...bin jetzt hier drüben. Moment, war hier unten noch irgendwo so ein... ...magisches... Jetzt ist das Ding wieder weg. War hier noch so ein magischer Mechanismus? Ah! Wingardium Leviosa. Nein. So. Oh nein, jetzt macht ihr die Tür nicht auf.
Okay, warte, muss ich oben rum? So. Ey, das ist ja super kompliziert. Jetzt hängt das Ding da oben. Accio, Wingardium Leviosa. Geht das hier auf? So, gib mir das hier. Accio. Das hängt jetzt da oben. Okay. Wingardium Leviosa. Muss das da oben? Oh, jetzt sag nicht, es ist kaputt. Confringo! Oh, was ist jetzt mit dem da? Accio. Ich kann es nicht bewegen. Ah, jetzt bewegt sich es ganz, ganz langsam. Oh, muss ich das irgendwie... Das gibt's doch nicht. Wingardium Leviosa. Also es bewegt sich, aber es bewegt sich halt super langsam. Okay, ich glaube nicht, dass das so gewollt sein soll. Aber es ist gleich da. Moment, hat es jetzt aufgehört? Levioso. Alter, was für eine verwirrende Nummer hier. We did it. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine krasse Mission dieser ist. Dieser Niffler ist ein Fuchs. Rivelium. So, Niffler. Ist er hier? Warte, jetzt bin ich ja wieder am Anfang. Aber wo ist Rokokokoko? Ach, da bist du, du kleiner Undercover-Scheiße. Na, 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 du bleibst jetzt schön hier. Du bleibst jetzt schön hier. Jetzt ist alles... Ich wusste ja nicht, wie ermüdend es ist, Niffler zu fangen. Es ist super ermüdend. Es ist super, super ermüdend und mega, mega anstrengend, so einen Niffler zu catchen. Und raus. Kap am Herrenhaus. Kap am Herrenhaus. Ich gehe raus am Herrenhaus. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Warte, hier oben ist jetzt Revelio. Auch eine Nebenmission? Ist schon Nacht? Dann gehe ich noch ganz kurz hier hoch. Amit war bestimmt schon mal hier. Diesen Astronomiealtar muss ich bei Dunkelheit verwenden. Ist noch nicht dunkel genug? Alles klar. Alles klar, wenn es noch nicht dunkel genug ist, tja, dann ist es eben so, ne? Boah, was ist das denn schon wieder für ein... für ein chaotisches Ding? Okay. Uff, ich sehe es nicht. Hier oben sind Zweier. Was soll das sein? Krebs? Boah, ey, das ist wieder so ein... Also die, die extrem leuchten, sollen wohl immer die wichtigen sein. Vielleicht so irgendwie? Nee. Aber hier ist so ein... Hier ist so ein... Doch, vielleicht.
nicht irgendwie... Ja. Schütze ist das. Ey, mit Sternzeichen und Astrologie kenne ich mich null aus. Das ist nicht meine Welt. Zweifellos schon Revelio. So, wir müssen da drüben hin. Können wir eigentlich auch eine Schnellreise machen. Wir haben ja hier einen Schnellreisepunkt gehabt. Yes, please. Eigentlich wollte ich zum alten Professor Fig. Eigentlich wollte ich zu ihm. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Aber jetzt machen wir halt irgendwie Niffler-Kram. Rococo. Miss Coffee, ich hab ihr Niffler. Du liebe Zeit, wirklich? Oh, danke schön. Das war sehr mutig. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Wie geht es meinem Rococo? Kann ich ihn zurückhaben? Der Kampf gegen die Erschwinderinnen und die Suche nach dem Niffler war nicht leicht. Ich verdiene eine Belohnung. Natürlich. Mir war nicht klar, was sie alles getan haben. Das war viel Arbeit. Für meinen kostbaren Liebling gebe ich alles. Oh je, mein mutiger kleiner Entdecker. Mein gefräßiges Kerlchen. Ich kann's kaum erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Danke nochmal für die Hilfe. Von nun an führe ich Rococo an der Leine, wenn wir rausgehen. Machen Sie das. Eine Mütze mit Nifflerpelz. So, wo ist jetzt der... Wo ist die nächste Prüfung? Wo ist der alte Dr. Fick? Professoro? Muss doch eigentlich alles hier relativ in der Nähe sein. Das sollte ich untersuchen. So, da geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich quatsche ihn jetzt noch an. Okay. Hier kann ich leider nicht fliegen. Flop. Was haben Sie jetzt? Das sind Sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Gute und schlechte Nachrichten. So, so. Revelio. Was haben wir hier? Hier könnte ein wenig gestutzt werden. Schau. Komm, Fringo! Revelio! Oh. Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Was ist das? Wir erfahren es beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bewerten, kommentieren und tschüss.